sagte von 60 Millionen Toten haben. In der harten, kargen Zeit gab es aber auch Liebes. Dein Opa Karl, ein Bergmann aus der Zellerfeld, zeigte, wie ein Mann zu seiner Familie hält. Da gab es ein Essen. In der damaligen Obrigkeit eigentlich ihm, der Arbeit wegen angemessen. Nicht nur deshalb ist Karl Eckert bis heute unvergessen. Seine Frau Emma hielt die Familie zusammen und drei Kinder stammen von diesen beiden Ahnen. Heinz, Emmy und Anneliese, deine Mutter, sind ihre Namen. Nach Kriegsende kam endlich die Wende, Frieden. Das ist bis heute so geblieben. Dann begann die Nachkriegszeit. Etwas zu essen und zum Heizen zusammen waren wir bereit. Heidelbeeren, Pilze, Knieäppel und anderes mit der offenen Mut. Es war kaum was da und drumherum alles kaputt. Aber das ist nicht so wichtig. Alle wissen, diese beiden taten im Leben fast alles richtig. Denn jeder tut so gut er kann. Doch jeder macht Fehler irgendwann. Davon ist kein Mensch ausgeschlossen. Viel Zeit ist seitdem verflossen. Doch nur eine gute Frau und ein großer Mann dürfen alles zeigen, was mit Kollegen geht. Ich schweife ab, doch war es mir wichtig. Noch eins, auch ihre Tochter Christel ist richtig. Und all. Das war kaum aus da und rum alles kaputt. Mit vollem Namen ist der Mensch eher heiter. Und weiter? Wie, was ist im Leben wirklich wichtig? Gesundheit, Dach über dem Kopf, was Gutes zu essen und sich selbst sowie seine lieben Menschen nicht vergessen? Kommt doch offensichtlich dazu, haben die Menschen noch in Corona. Das Glück gesellt sich gerne auch noch hinzu. Sucht ihre Kopf und ihre Kinder und Jugend haben ihren Verlauf. Sie geht zur Schule, hat ihre Freundin und Freunde, waren. Na, mit dem trinkt sie es bunt. Er wurde mit Puppenkleidern ausstaffiert und mit dem Kinderwagen ist wieder ausstaffiert. So wurde der Struppi zur Puppi. Das Knipsen mit Fingernägeln war ihm verhasst. Er wusste dann, jetzt gibt's wieder das eklige Flugbus verpasst. Manchmal wurde sich so lustig gemacht und öfter deshalb über ihn gelacht. Dann hatte er den Braten gerochen, hat sich unter das Sofa verkrochen. Die ganze Familie trug die Musik auch nach außen, denn alle waren aktiv bei den Werksängern, welche jedes Jahr draußen unter freiem Himmel auf der Polsterwiese einen fröhlichen Wettstreit aus. Im Lachen, Singen, Jodeln und Spielen, zur Kürung diesen oder diese, welche die Besten waren. Ihr wisst, die Familie Eckert, Uwe und Soko macht sich dabei auch einen guten Namen. Dann Tante Emmy und der Karl, ihr Ehemann, leiteten und bewohnten lange Jahre das Heim der Besten. Auch in den Preis kehrten Doris und Walter nach Klosterheim zurück. Auch die zwei sind ja hier, durch den Glück. Und seid auch noch zusammen. So lasst uns daher auf diese Baden nochmals alle die Gläser noch haben. Prost. Und ich weiß, trotz dicken Bauch arbeitete meine Mutter damals auch. Und wie dann die Erika im Februar einen Sohn gebar, wurde einer ihrer Wünsche wahr. Denn deine Mutter Anneliese, selbst 38 wurde diese. Dass es der 11.2.1960 sein würde, mag sein, denke ich zurück. Das wurde meine Bürde. Kein gutes Omen. Es wurde auf dem Geigenberg unter der 13 geboren. Das dachte wohl an nämlichen Tag, wer da durch des Dichters späteres Verrücktsein mich mit heraufbeschworen hat. Doch das ist mein Leben gewesen und ein anderes bleiben. Das war sehr facettenreich, mal paradiesisch, mal der Hölle gleich. Jetzt habe ich mich und mein Leben selbst im Griff und lenke mein Schicksalsschiff durch jedes Gewässer. Wer bereit ist, durchs Leben zu lernen, der kann es irgendwann noch alles viel besser. Schluss mit solchen ernsten Sachen. Heute ist ein Tag zum Freuen und Lachen. Denn heute steht hier der Mann, Vater, Opa, Maler, Künstler, Dichter und Denker, sowie auch sein Leben selber Lenker. Doch war meine Geburt für viele ein Freudentag, was mancher Mensch nach dem eben hier Gesagten denken mag. Ich war wie ein Sonnenschein. Und das nicht nur für euch beide allein. Am allerersten Tag, da hatte ich amtlich dokumentiert, laut Wiegekarte, 2800 Gramm Lebensgewicht. Es ging die Zeit ins Land und welch ein Glück. Es wurde im Dezember von 1960 bekannt und im nächsten August ist Familie Peter nicht mehr nur zu dritt. So gebarst du Erika am 24.08.1960 meine kleine Schwester Regina.
Sie kam sauber und gesund in die Welt und hat seitdem mit ihrem Wesen oder Leben oftmals erhellt. Auf dem Platz in der kleinsten Hütte ist. Willem hatte Erika und die Kinder aufgrund der arbeitsbedingten Entfernung irgendwann zu sehr vermisst. Oma Emma, der Karl und seine Mutter Anneliese ließen euch gehen. Die erste gemeinsame Wohnung wurde angesehen. Mit dem wenigen, was du als junge Familie so hast, wurde die kleine Behausung in Eichhorst von Erika gestaltet als zuerst ein Palast. Das Klo auf dem Hof und alles sehr einfach. Aber so ist es am Anfang. Und ihr weintet, wie später keine Tränen mehr. Meine Erinnerung, da waren Schweine, sehr groß und die hatten vier Beine. Beißen sie? Aber die beißen doch, war meine Meinung dazu. Doch meine Mutter beruhigte mich im Leben. Auch andere Sachen sind zum Schmunzeln und Lachen. Mir wurde erzählt, ich war ja noch klein, da schiss ich noch ab und zu in meine Hose hinein. Mein Vater fand das gar nicht gut. Und einmal packte ihn Wut. Da hat er mir den Hintern verhauen. Und musste darauf verdauen, die Scheiße ist überall aus der Hose gespritzt. Ich weiß gar nicht. Hat er geholfen, dass die Wohnung wieder so gut riecht und blitzt? Allerdings war danach das Problem gesetzt. In der Ilmenauer Straße 7 in Wolfsburg fanden wir vor der zweiten gemeinsamen Wohnung als nächstes größeres Ziel. Das war ein Neubau und an Verbesserungen sehr viel. Auch Walter Riefen, sein Dos und der Jürgen sind damals in den gleichen Block gezogen. Eine gute Freundschaft hat die beiden wohl dazu bewogen. Sein Hund, der Struppi, lebte noch. Er war schon sehr alt, aber raus, das musste er doch. Waren wir bei Oma, durften das Regina und ich ganz stolz den großen Hund an der Leine. Welches Kind liebt das nicht? Mein Urahn, Karl Eckert, der hat viel gemeckert. Der hat nie gemeckert. Denn nur ich durfte seine geliebte Gitarre benutzen, um wie wild die Zeit die Seiten zu rufen. Dabei hat er bestimmt gedacht, Musik in sein Blut, das haben mit den Jungen mitgegangen. Und im Inneren hat er gelacht. Denn Opa Karl, ein guter und großer Mann, würde wohl sagen, Gott ruft nicht. Ich muss in den Himmel fahren. Denn ob arm, ob reich, jeder muss zu seiner bestimmten Zeit dahin. Darin sind alle Menschen gleich. Ich glaube langsam, ich sollte etwas abkürzen. Will ja nur mit diesen Versen den Tag etwas würzen. 70 Jahre in Worte zu fassen, das kann niemand. Eigentlich sollte ich es lassen. Aber ich weiß, mein heutiger Beitrag mit diesem Teil sorgt etwas für Denken und auch für Kurzweilen. So, die Kinder kamen in die Schule, benannt nach zwei Dichtern, denn auch die Gebrüder Grimm, die waren mit ihren Märchen auch nicht schüchtern. Da hieß die Gebrüder Grimm-Schule. Denn man hatte ein Hobby bei den Wolfsburger Schützen und konnte deshalb später beim VW-Werkschutz seinen Waffenschein nutzen. Wir hatten neue Freunde. Mein Zahnarzt mit Namen Scheier war dabei. Der bohrt in unsere Zähne manches Loch. Eieiei. Und eins kann ich auch noch sagen, denn es ist wahr. Meine Mutter Erika ist ein Filmstar. Ihr dreht einen Krimi in jener Zeit. Du warst die Schöne, der Mörder zu allem bereit. Nach während unserer Hauptschulzeit ging die von allen geliebte herzensgute Oma Emma zu ihrem Mann Karl Eckert hoch nach da oben. Sie hat in ihrem Leben viele gute Sachen bewogen. Und das nicht nur mit ihren Händen. Sie konnte auswendig viele Märchen erzählen. Und ach, sie sind beide da oben wieder zusammen. Und dabei lasse ich es jetzt bewenden. Und ich bitte euch alle, hebt jetzt die Gläser in guten Gedenken. Prost. Mit den Jahren waren die Kinder alt genug. Und du beschlossst, jetzt spanne ich mich noch vor einen anderen Flug. Ihr brauchtet mehr Geld für dies und das. Und so ein Urlaub wie in Italien. Das machte ja auch mal Spaß. Du gingst arbeiten, VW, alle 18, zwei Schichten in der Karl-Abteilung. Dann warst der Mann, du schaffst das gut. Mit Mann, Kindern, Haushalt und Arbeit. Auch warst du viel und es verließen dich Kraft und Mut. Aber mit deiner Energie und Willen hast du es trotzdem geschafft und geschuftet. Denn ihr hattet große Ziele und arbeitet beide dafür. Weil es nur so ging und deshalb musste. Denn ich und Regina teilt uns mittlerweile schon euer eigentliches Schlafzimmer. Junge Mädchen am Rande der Pubertät. Ihr hörtet und sagt, dass das nicht geht. Regina und ich waren oftmals nicht einer Meinung. Und wegen der Streit braucht es eine räumliche Teilung. Eine größere Wohnung musste her. Und eine Stadt der Westhagen gefiel uns allen noch sehr. Die wurde gemietet und machte was her. Mit Treppe, zwei großen Balkonen und zwei Kindern. Kinderzimmern, ihr werdet euch beide gewiss noch erinnern. In der Zeit hattest du dir eine andere Arbeit genommen, im VW-Gästehaus, mit weniger Arbeitszeit und nicht so viel Geld. Aber es war genug und auch sehr willkommen.
Damals nahmst du oft von dort sehr Gutes zu essen mit fort. Dachtest, der Mülleimer ist dafür nicht der richtige Ort. Selbst nicht angerührtes Essen, was aufgetan oder direkt gewesen, sollte laut Gesetz nicht in der Tonne verwesen. Doch wer selbst Krieg, Hunger und karge Zeiten erlebt hat, der schüttelt den Kopf, steckt Essen ein und denkt, die Realität steht auf einem anderen Blatt. Und die wird nicht auf Papier geschrieben. Deshalb müssen Recht und Gesetz manchmal ignoriert werden, ihr Lieben. Darüber können wir reden, streiten oder lachen. Ziviler Ungehorsam oder solche Courage ist wichtig, auch wegen anderer Sachen. Wer immer den Mut dazu hat, wird es auch immer so einfach so machen. Doch jetzt weiter mit meiner Mutter. Ihr wisst jetzt, uns fehlt sie gut im Futter. Mein Vater hatte den Job beim Werkschutz aufgegeben, vor WS Lohnbuchhaltung als Angestellter Normalschicht. Ja, das war schon ein anderes Leben. Da begann er auf einmal abzuheben und durch die Lüfte zu schweben. Segelfliegen war jetzt sein Hobby. Anfangs hatte er auch in seiner Frau Erika eine gute Lobby. Es war für uns mehrere Sommer eine gute, schöne Zeit. Zelten, Fliegen, Lagerfeuer, mit 12 alleine selber Auto fahren, das war ein toller Abenteuer. Aber auf einmal war meine Mutter nicht mehr dazu bereit. Sie hatte ein paar Geschehnisse erlebt, bei der Erinnerung daran heute noch ihr Herz bebt. Man schrammte der Startseil des Autos Seite entlang, da war ihr schon warm. Sie saß in der Kabine bereit zum Start, da fasste sie die Luftwolke eines Gewitters. Sehr schnell und stark. Das riss die Kasim in die Luft, dass sich die Tragflächen bogen. Die Winde hatte nicht mal das Seil angezogen. Ausklick und Notlandung haben sie machen müssen. Sonst hätten die Aufwände vielleicht das Flugzeug zerrissen. Und ungelogen. Mit der Kasim sind sie mit mir Kunstflug geflogen. Doch über dann flog Trudel, Looping und Turn. Das sollte nicht zur Welt ihrer zwei Kinder gehören. Mein Vater Wilhelm hatte fast alle Prüfungen bestanden. Die Flugscheine A, B, C und L1 waren vorhanden. Er wollte lieber selber ausbilden, und zwar auch mich. Doch Mar hatte Ängste und zog einen erstrittenen Strich. Mit 14 hätte man eine Flugausbildung begonnen. Aber dank Mama sind jene Träume zerbrochen. Das Leben ging weiter. Und Ina und ich besuchten den evangelischen Konfirmationsunterricht. Geschadet hat es nicht. Am Tag der Konfirmation waren viele der Familie da, um dem beizuwohnen. Es gab für Ina und mich viele Geldgeschenke. Dafür erfüllte ich mir zwei große Wünsche, wenn ich so zurückdenke. Glauben und Wissen habe ich anders gefunden und trage deshalb noch Herz und Seele manche Narben und trage deshalb noch auf Herz und Seele manche Narben und Wunden. Ich meine, das sind 40 Jahre, die ich versucht habe. Später hatte ich die Realschule bis zu Ende geschafft, wollte eigentlich Koch werden, aber hab's nicht gerafft. Du gehst ins Werk, das ist doch klar. Involvierten sich mein Paar und auch die Mom. Meine Aufnahmeprüfung war wohl nicht der Kracher. Doch mit 16 begann ich meine Lehre zum Werkzeugmacher. Regina ging zur Schule, der EGS, doch das Abitur war ihr zu viel Stress. Und das Geldverdienen stand ihr im Sinn. So begann auch sie im Werk der Lehre zur Bürogehilfin. Vater und Mutter sahen, die Kinder sind bald groß und wussten, bald verlassen sie der Familienschoß. Da war euer Plan, mal später in den Harz zurückzugehen. Viele Ideen habt ihr beiden euch damals überlegt. Was machen wir, wenn das letzte Kind geht? Habt beide gearbeitet und habt fleißig ein Leben lang, auch später mal was eigenes zu haben. So verging die Zeit. Ach, da fällt mir ein, auch du, meine Mama, hattest Hobbys, das ist wahr. Du lerntest vieles über die Bearbeitung von Ton. Einiges Wissen muss man da schon. Über das Schlagen, Glasieren und Kneten, ihn auf die Scheibe zu drehen und zu beten, denn sind Luftblasen noch im Ton, beim Brand zerspringt er dann schon. Einige von diesen deinen handgefertigten Sachen hast du verschenkt, um anderen eine Freude zu machen. Doch das war noch nicht das Ende. Euer Keller heute spricht noch davon Wände. Da horten sie noch jetzt ganz viele Sachen. Gestecke kann man damit machen. Viele wunderschöne Kreationen kamen so zustande. Auch als Künstlerin macht sie der Familie keine Schande. Damit stand sie mal auf einem Markt und konnte gar nicht so schnell sehen, wie die Leute ihre musterlichen Gestecke kauften und mitnahmen. Aber Wilhelm hatte sich dazu gedrängt, denn die Wohnung und sein Keller waren vollgehängt. Auch das solltet ihr alle wissen. Seinen Keller, den will mein Vater niemals missen. Denn das ist seine kleine Werkstatt, wo er immer schon wunderschöne Stücke gefertigt hat. In der Teichbreite
ein Krankenhaus finde, für mich und mit mir das rote Uhu-Modell, damit ich Segelflugzeug finde. Und wir tragen die Bahnstühle, euer Bett und in der Wohnung überall Schuffel aus Holzsachen. Ich weiß nicht ihre Zahl. Ein kleines Segelflugmodell aus der Rinde hat er auch mal gemacht. Ich glaube, es war ein K8. Der Killer nimmt Marode. Es ist die gleiche Marode. Mit Werkzeug aller Art ist er perfekt und gerüstet, auch wenn er sich damit nicht brüstet. Damit weiß er meisterlich umzugehen. Hier bohrt er ja schon öfter was, Regina auch. Da würden sich sogar Tischlappen sehen. Es kam die Zeit, da lernte ich aus. Naja, zumindest den Beruf und macht später was draus. 1980 lernte ich sie kennen, heiratete sie und Martina Matrosch war da, Martina Peter zu nennen. Regina blieb noch ein paar Jahre lang zu Hause. Die machte eben später dann die Sause. Es kam nun Erikas und Willems nächster Schritt, die Eigentumswohnung mit Marode zu kaufen. Die guten alten Möbel nahm ich ja alle mit. Das Geld wurde knapper und manchmal war es nicht so ganz leicht. Doch alle wissen, diese Zeit ist heute voll und ganz erreicht. Ne? Dieses Ziel ist heute voll und ganz erreicht. Der Sohn war weit weg in Berlin, weil die Bundeswehr wollte ihn ziehen. Nach das Töten lernen stand ihm aber nie der Sinn. Ich lernte über meinen Beruf dazu, denn Arbeit fand ich dort nicht. Am 16.03.1982 und am 16.03.1982 und am 26.08.1983 in Berlin geborene stammen aus jener Zeit, unsere Söhne Enno und Erik. Ich glaube, manchmal im Leben hatten sie ihren Alten echt leid. Sie sind beide heute hier. Und ich sag's Ihnen jetzt. Trink nicht zu viel Bier. Ich selbst wollte ja lange auch nicht hören und wollte berauschende Sachen einfach nicht abstören. Aber wie ihr beide heute seht, der Alte zeigt euch jetzt, wie es geht. Kruphusten, Smogalarm der Stufe 3, der Stadtmüll um uns herum, das wurde mir zu dumm. 1984 kehrten wir nach Würzburg zurück, denn meiner Meinung nach sind Wälder und Felder zum Spielen wahres Kinderglück. Ihr beide habt beim Umzug geholfen, getan und gemacht, aber du Mutter und Martina, ihr habt euch leider an dem Tag endgültig verkracht. So habe ich denn vorübergehend wieder angefangen, alles weitere erspare ich euch und werde augenblicklich diesbezüglich zum Ende gelangen. Und wo wir Gästehaus gearbeitet, das hast du weiterhin. Und eine gelernte Hauswirtschafterin im städtischen Bereich. Warst du dort wie Frühstücksbefehlleiterin? Komisch, Köche werden oftmals dick. Frühstücksbefehlleiterin teilen wohl nicht dieses Geschäft. Und wer das Lied kennt, die heiße Schlacht am kalten Buffet von Reinhard May, es scheint, da waren beim Essen angerichtete, dass da waren bei euren angerichteten Gefrees wohl immer solche wie in diesem zum Denken anregenden Song dabei. Da singt es am Schluss nämlich, das war die heiße Schlacht am kalten Gefree und von dem vereinnahmten Geld gehen 10% für die Mobilität als Spende an Brot für die Welt. Aber ihr wart ja auch nicht dämlich. So hat VW seine 10% auf andere Art gezahlt. Wer aufgepasst hat, ich habe es vorhin schon bezahlt. So arbeitete also die ganze Familie in der großen Autofabrik. Vor euch und Regina war es ein Glück. Ich selbst bin da etwas gespalten, blicke auf mein damaliges Leben zurück. Regina hatte an die Bürogehilfin noch die Sekretärin dran gehangen. Sie hat es geschafft, um ihren Job braucht sie nicht zu bannen. Und seht, wo sie heute steht. Sekretärin rechter Hand des Abteilungsleiters für ganz Russland. Allerdings ist sie der russischen Sprache nicht mächtig. Aber dafür mit ihrem guten Englisch dort bekannt. Auf dem Weg dahin wurde ihr vieles angeboten, aber aus Würzburg, da war sie nicht wegzuloten. Der Werksleiter aus Brasilien, der von Skoda, aus der Tschechoslowakei, waren dabei. Ach ja, selbst Ländernamen ändern sich. Der eiserne Vorhang ist nicht mehr da, wunderbar, meine ich. Dem Mann, der das Realität werden ließ, ist meine Mutter Erika begegnet. Und als Frühstücksbefehlleiterin wurde er von ihr so gut bewirtet, wie es hieß, da schüttelte er ihr zum Abschied die Hand und überreichte er ihr einen handsignierten Band. Ja, Michael Gorbatschow ist ein Mann, der sich auch bedanken kann. Und du, Regina, das hättest du wohl selber nie gedacht. Hast auch schon Russenkaffee gemacht. Das sollte jetzt deine richtige Arbeit aber nicht herabsetzen. Und dieser Scherz dich bestimmt nicht verletzen. Ja, da muss ich immer etwas vorsichtig sein, denn manchmal ist sie sehr sensibel auf meine Witze. Man kann nicht Schwester sein. Zu meinem Leben will ich ab jetzt nicht ganz so viel reden. Da ging mir zu vieles daneben. Bis auf zwei. Heute ist einer davon hier dabei.
Elisa Maria und Elfie Madeleine, meine beiden Töchter, konnte ich viele Jahre nicht sehen. Elisa ist hier mit unserer Weihnachtsgeschenk. Und das ist das Beste. Vers 20 dieses Jahr, am ersten Tag von diesem heiligen Fest. Ja, Elisa ist am 25.12. geboren. Und das verspricht euch euer verrückter Alter. Allen vier im weiteren Leben gebe ich nur noch das Beste. Elfie ist am 15. März 1992 geboren. Durch mein Leben habe ich sie wohl fast verloren. Seit 12 Jahren sah ich mein jüngstes Kind nicht. Doch in der Zukunft nehme ich mich selbst in die Pflicht, weiter zu ändern, was nicht so gut in mir war. Sie ist es immerhin auch schon 18 Jahre. Sie spielt Cello. Ich höre gerne Bach. Ich glaube, bald holen wir einiges noch nach. So, Rika, und das ist klar. Seit Elfes Geburt, da warst du vierfache Oma mal. In den nächsten Jahren wurde vieles beendet. Bei mir meine Ehe. Doch mal ein paar, die wurden so gut wie berentet. Auf zur 35-jährigen Besitzlosigkeit von Willen verlorene Geld gab ihr keinen Deut. Ich weiß, ihr habt es beide nie gereut. Irre kamen die Abstimmung dann zum Schluss. Und was die beiden davon kauften, war wesentlich größer als ein VW-Bus. Ihr Wohnmobil auf Basis des VW-LT. Damit waren die zwei schon oft angesehen. Den Urlaub fuhren sie auch auf andere Art. Sozusagen das Gegenteil. Die beiden fanden auch auf den Bergen Höhe der Alpen ihr Heil. Regina und mich schleppten es früher mit hoch. Es war schön, an alles erinnern wir uns noch. Nicht nur Baden, Sonnen und Wandern war für euch okay. Die Erika als Oberharzerin in Alpen im Schnee, das geht nur auf den Brettern, die ihr und Willem eine ganz besondere Welt bedeuten.